Hallo zusammen, heute geht es um die Lizenzierung von Windows Server 2016. Da hat sich einiges getan, sollten wir kennen. Im Kern sprechen wir heute über zwei Themenkomplexe. Das eine sind CPUs und Kerne und das andere sind die VM-Lizenzen. Beide Faktoren haben großen Einfluss darauf, wie man Windows Server 2016 korrekt lizenziert. Schauen wir uns zuerst die Kerne an. Wir haben es bei Windows Servern immer mit zwei Komponenten zu tun, mit den CPUs und mit den Kernen. Bislang wurde Windows Server immer auf Basis der CPUs lizenziert, das hat sich geändert. Ab sofort, ab Windows Server 2016, lizenziert Microsoft den Windows Server nach den Kernen. Es sind immer zwei CPUs pro Server minimal zu lizenzieren, auch dann, wenn nur eine physische CPU drin steckt. Und es sind pro CPU immer mindestens 8 Kerne zu lizenzieren, auch wenn die CPU nur weniger Kerne haben sollte. Schauen wir uns das an ein paar Beispielen mal an. Hier haben wir einen Server mit einer CPU und 4 Kernen. Das liegt unter dem Minimum. Hier sind also auf jeden Fall 2x8 Cores zu lizenzieren, also 2 CPUs, a Minimum 8 Cores, sind also 8 Lizenzpakete zu kaufen. Microsoft verkauft die Core-Lizenzen immer in Zweierstückzahl, hier also 16 Cores, sprich 8 Lizenzen das Minimum. Haben wir einen Server mit 2 physischen CPUs, die jeweils 4 Cores haben, dann sind wir immer noch in der Minimallizenzierung. Hier also wieder 2x8 Cores zu lizenzieren, obwohl es nur 2x4 Cores tatsächlich gibt, also 8 Lizenzen zu kaufen. Hier haben wir einen etwas moderneren Server mit 2 physischen CPUs, A8 Cores. Das ist exakt der Punkt, den Microsoft hier als Minimum lizenziert, also auch hier 2x8 Cores zu lizenzieren, 8 Lizenzpakete. Dann haben wir hier einen etwas moderneren Server. Das ist der Punkt, ab dem es für den Kunden tatsächlich teurer wird, denn die Grundlizenzierung ist ungefähr so teuer wie bisher die CPU-Lizenzierung. Ab 10 Cores pro CPUs wird es für den Kunden tatsächlich teurer als bisher. In diesem Fall also 2x10 Cores, bedeutet also 10 Lizenzpakete sind hier zu kaufen. Und hier haben wir den Maximalausbau, den man momentan mit 2 physischen CPUs kaufen kann. CPUs A24 Cores sind alle Cores im ganzen Server zu lizenzieren. Hier also 24 Lizenzpakete für die insgesamt 48 Cores zu kaufen. Der zweite Punkt, wo es immer wieder Unklarheiten gibt, obwohl sich hier tatsächlich nichts geändert hat seit Windows 2012, ist die VM-Lizenzierung. Schauen wir uns dazu nochmal die Grundlagen an. Die Windows Server Lizenz gilt immer für die Hardware. Microsoft hat keine VM-Lizenzen. Es gibt niemals eine Lizenzierung pro VM, sondern es muss immer der Hardware-Server, also der Host-Server, lizenziert werden. Das ist auch unabhängig davon, ob ich mit Hyper-V virtualisiere oder ob ich das mit vSphere tue, mit Xen, mit KVM oder was auch immer. Es gilt immer die Lizenzierung für die Hardware, ganz egal, ob auf der Hardware tatsächlich Windows Server installiert ist. Die Lizenz wird der Hardware zugewiesen und über diese Lizenz entscheidet sich, wie viele Windows Server VMs man darauf betreiben kann. Ganz wichtig, bei der VM-Lizenzierung geht es immer nur um Windows Server. Die Client-Betriebssysteme sind hier nicht lizenziert. Wer also ein Windows 7 oder ein Windows 10 als VM betreiben möchte, muss dieses separat lizenzieren. Dabei gibt es folgende Aufteilung zwischen der Standard Edition und der Data Center Edition. Bei der Standard Edition sind mit einer Lizenz immer 2 virtuelle Maschinen auf dem Host mit lizenziert. Bei der Data Center Edition sind es beliebige virtuelle Maschinen, also beliebig viele Windows Server VMs, die auf dem jeweiligen Host lizenziert sind. Schauen wir uns auch das anhand von ein paar Beispielen an. Wir haben hier einen Host. Auf diesem Host möchte ich eine virtuelle Maschine betreiben, dann brauche ich einmal eine Standardlizenzierung. Hier steht jetzt Lizenz Z, das richtet sich natürlich nach den Cores. Also der ganze Server muss einmal mit einer Standard Edition lizenziert werden, wenn ich eine VM darauf betreiben möchte. Möchte ich 2 VMs betreiben, die sind ja in der Standard Edition enthalten, dann reicht mir auch hier ein Lizenz Z Standard Edition aus. Habe ich eine dritte VM, dann reicht mir die Standard Edition nicht aus, denn die umfasst ja nur 2. Hier muss ich also eine weitere Standardlizenz dem Server zuweisen, also ab der dritten VM 2 Lizenz-Sets Standard Edition. Vierte VM
reichen ebenfalls zwei Lizenzset aus, weil 2x2 VMs wären damit abgedeckt. Fünfte VM, dann geht es weiter. Hier brauche ich dann das dritte Lizenzset-Standard. Sechste ginge dann so weiter. So, interessant wird es dann, sobald ein Cluster ins Spiel kommt. Bei einem Cluster oder bei einem Aufbau, wo die virtuellen Maschinen von einem Host auf einen anderen Host wechseln können. Ganz egal, ob das ein Hyper-V-Cluster ist, ob das ein vSphere-Cluster ist, ob es Xen ist, KVM. Sobald die virtuellen Maschinen von einem Hardware-Host auf einen anderen wechseln können, geht Microsoft davon aus, dass auf jedem Host zu jedem Zeitpunkt immer ausreichend VM-Lizenzen vorhanden sein müssen. In diesem Beispiel hier also, ich habe zwei Host-Server und ich habe fünf virtuelle Maschinen, die ich auf diesem Gesamtsystem betreiben möchte, muss ich jedem dieser Host-Server drei Lizenzsets Standard Edition zuweisen, damit das korrekt lizenziert ist. Habe ich diesen Aufbau, ich habe insgesamt 10 virtuelle Maschinen, die ich auf meinem Cluster aus zwei Knoten betreiben möchte, dann brauche ich auf jeder Seite 6 Lizenzsets, denn es könnte ja sein, dass alle virtuellen Maschinen auf einem der beiden Hosts laufen. Die müssen zu jeder Zeit auf jedem Host vollständig lizenziert sein. Hier also 6 Lizenzsets Standard, um hier diese 10 bzw. bis zu 12 virtuellen Maschinen mit Windows Server betreiben zu können. Ab einem gewissen Punkt wird dann allerdings die Data Center Edition kostenmäßig günstiger. Das heißt, statt hier ganz viele Standard Editions zu horten, könnte ich auch für jeden meiner Hosts jeweils ein Lizenzset Data Center kaufen. Das heißt, eines für den linken Host, eins für den rechten Host. Und damit ist es dann egal, wie viele Windows Server VMs ich auf diesem Cluster, auf diesen beiden Hosts betreibe. Da habe ich sozusagen dann eine VM Flatrate pro Server. So, und dann wird es natürlich nochmal interessant, wenn wir die Core-Lizenzierung und die VM-Lizenzierung zusammendenken. Schauen wir uns auch das nochmal an. Was ist denn eigentlich ein Lizenzset? Ich hatte jetzt hier gerade gesagt, ich brauche für beide Hosts günstigerweise jeweils ein Lizenzset Data Center. Das bedeutet, ich habe hier VMs in der Zahl von mehr als 12. Bei so 12, 13 VMs ist rechnerisch dann die Data Center Edition günstiger. Das heißt, ich könnte natürlich mehrere Standardlizenzen pro Host zuweisen. Das summiert sich zu einer gewissen Summe. Ab ca. 12, 13 VMs ist in der Regel die Data Center Edition günstiger. Hier also sagen wir mal jeweils ein Lizenzset Data Center. Sagen wir mal, jeder dieser Hosts hat zwei CPUs à 10 Cores. Ich habe also insgesamt 40 Cores zu lizenzieren. Bei den Zweier-Core-Paketen bedeutet das, ich muss 20 Lizenzen kaufen. So, wenn es weitere Fragen gibt, jederzeit gerne.